Viel Spaß mit der zweiten Runde GTA. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Runde GTA 4. Ich bin im Helikopter und Wallen ist da unten auf dem Motorrad. Oh yeah, und er schießt gerade diesen unschuldigen Polizisten, der hoffentlich keine Familie hat. Hier knallen die Polizisten da unten ab, die Schweine. Aua, aua, das bin ich. Langsam. Okay, Leute, ich hab's gesehen, das war ein bisschen knapp, möglicherweise. Sowas habe ich ja wirklich gern, wenn die Leute, auf die ich schieße, zurückschießen. Sowas könnte ich echt krass machen. Wie soll man denn da mal in Ruhe unschuldige Leute töten können, wenn sie denn zurückschießen? Also sich praktisch auch schuldig machen. Where is your mustache, Battlefield, a mustache? Ah, da vorne ist ein Bullenauto. Okay, warte, ich komme zu dir, aber ich steige jetzt erstmal ins Auto, weil ich überlebe hier kaum. Alter, vor mir standen auch eben zwei Polizisten mit Dingen, mit Schrotflinten. Ich gebe einfach voll nach hinten, Gas, rückwärts. Hopp, weg da, das ist die Polizei, ihr Ficker. Ja, eine Rennmaschine. Ja, die Oma plattgeschossen, die hinten drauf war. Scheiße. Einfach so ein Hip-Hopper mit einer Oma hinten drauf. Das ist doch so krass. Das ist sogar die 900er, NRG 900. Okay, jetzt bin ich zufrieden. Das ist my machine. Oh, da unten gibt's, da kommst du ja schon angetuckert. Ja, dann fahr ich wieder darüber. Nimm mal kurz die Waffe hier hinten. Oh nein, die Bullen. Ich hab jetzt 3 Sterne und mich haben sie auch schon gut angefrackt, die Schweine. Mein Auto ist schon ziemlich kaputt. Okay, ich habe jetzt die M4. Immerhin etwas. Gesehen! Oh nein! Was ist das? Alter, das war nicht schlecht. Das war schön. Oh nein, mich überschlägt's gerade. Oh, ich überschlag mich gerade. Oh no. Oh no. Tim. Kommst du? Ja, ah. Ich brauche unbedingt ein Medipack für mein Auto. I need a Medipack for my car. Oh, da vorne rechts können wir rein. Hier, warte, jetzt die nächste, Achtung. Ja, noch eine Race Machine. Und hier ist irgendwo ein Medipack, weil meins ist echt total zerschrotet. Oder brauchst du auch? Nee, mach. Okay, verlassen mal hier kurz in die Stadt. Hier ist gerade so schön frei, hier kann man Gas geben. Ja. Boah, hinter mir ist alles voll mit Polizei. Boah, nein! Was passiert? Krass. Hat's so geschafft, ey. Oh, oh no, hier komme ich nicht um die Ecke. Oh! Scheiße! Oh! Alter, wie krass. Oh Mann, das war haarig. Oh, warte, hier ist ein Uzi. Nein! Was? Hab ich dich vorgeschoben? Ja, ein bisschen. Sorry. Oh Gott. Wo ist es dir? Halt mir die Bullen vom Hals, falls ihr jetzt irgendwie... Ich hab keine Waffe mehr, ich kann nicht schießen. Ich hab gesagt, das sollst du mir vom Hals halten. Ja, okay. Ach doch, ich hab noch eine MP5, aber na gut, die hab ich nur, wenn ich aussteige. Ach, eine MP5, eine M4. Oh. Ach du Scheiße. Haben die dich nicht, oder? Nee. Ich hab's sogar durchs Auto zerschossen. Naja, dabei fahren nicht, aber okay. Nein, nicht mit der Pumpgun. Hau ab. Komm, packen wir. Stell dich hier drüben. Okay, ich hab's geschafft. Ah, oh, Scheiße. Ich bin jetzt hier runtergefahren, weil ich irgendwie gedacht hab, du fährst da auch runter. Ja, ich komm. Ich geh da auch runter, Moment. So, jetzt. Ich warte ein bisschen. Ja, Vorsicht, nicht, dass ich die ramme. Ich sehe nämlich auch gerade nichts. Nee, fahr, ich bin schon längst wieder auf der Geraden. Ah ja, da vorne sehe ich dich. Okay. Das ist eine geile Stadt hier. Ja. Alter, wie sie labern. Oh, Scheiße. Oh, fuck, ich habe erstmal ein paar Dödel umgefahren. Also schnell kann es gehen. Komm mal. Oh, die werden mich doch nicht abdrängen hier, die Polizisten. Ne. Ach, die müssen doch jetzt. Wir müssen jetzt wieder hier uns reinlabern, die Knilche. Ja, das ist wirklich eine ganz schlimme Sache. Wir wissen nicht, wie man den Voice Chat deaktiviert. Wahrscheinlich geht es nicht zu deaktivieren im GTA 4 Multiplayer Modus. Vorsicht, doch, keine Ahnung. Nee. Nee. Guck mal, Pick. Nee. Nein! Alter, ich fahr mich schon so lang. So, ich habe jetzt hier ein dickes Autoline, aber ich hole mir jetzt auch diesen Sultan TS oder RS oder Hamburger Royal TS, keine Ahnung, das Ding hole ich mir jetzt. Och, komm schon, scheiß Bulle. Okay, let's go. Wir fahren über diese schöne Brücke. Ich muss hier gerade kurz auf Ego-Perspektive umändern, hier diese schöne LKW-Fahrt. Also jetzt sind wir gerade im Euro Truck Simulator 2014. Wir fahren jetzt hier in den Big Apple hinein, in die Innenstadt.
Und ja, das ist jetzt natürlich ein kleiner Crash gewesen. Aber ich weiß jetzt auch nicht, warum der Polizist denkt, dass er hier den Geisterfahrer spielen kann. Immer diese Schweinchen. Ja, die sind mir jetzt einfach im Weg. Oh, ich glaube, ich habe das eine Auto habe ich jetzt einfach überfahren. Also ich habe es platt gefahren, als ob es irgendwie ein Stück Papier wäre. Das hat gerade echt krass ausgesehen. Boah, bei mir hängt es gerade voll. Ach, guck mal da. Bin der GTA und bin ausgegangen. GTA 4 funktioniert nicht mehr. Oh. Oh. Das hatte ich vorhin auch vor der Session. Vor der Session. Lächerlich, oder? Ja, definitiv. Bin ich jetzt gerade so ein bisschen nicht fassen, was hier passiert. Aber ich sehe schon, da vorne liegt eine Bazooka. Die werde ich mal schön an mich nehmen. Und werde ein kleines Inferno veranstalten. Mit den Raketenwerfern, die da überall standen, wo das Kind so gelabert hat. Mhm, das war krass. Das war ein Piano-Ding. Fisch? Oh je. Yeah. Ich bringe jetzt unbedingt Leute um, die gerade vor mir am Flüchten sind, aber ich schieße ihn gerne an die Beine. Und das die ist Oma schön. Ist gerade so schnell gerannt, dass ich, als ich auf die Waden geschossen habe, dass sie da 2 Meter irgendwie fast ein Looping geschossen hat in der Luft und dann irgendwie aufs Kreuz gefallen ist. Das hat echt geil ausgesehen. Ich bin jetzt gerade am Airport mit so einem geilen Sportgerät. Ich kann jetzt wieder hier Social Club geht. Ich stand gerade eben da kurz, es gäbe keine Rückmeldung, aber es läuft's. Ach du Scheiße, was war denn das? Oh no. Das war mal ein Sportauto. Nee, der stört sich nicht, dass ich dem in die Kabine schieße. Der fliegt einfach weiter, scheiß drauf. Jetzt geht's nach Malle. Scheiß doch drauf, dass hier aufs Flugzeug geschossen wird. Aber im nächsten GTA, also im 6er, will ich dann auch so dicke Dinge fliegen. Eine Boeing 747. Der fliegt jetzt nirgendwo hin, weil ich ihn jetzt erstmal dahin ziehen muss. Groß, oder? Muss jetzt nochmal locker ziehen. Hast du noch nie so richtig beobachtet, möglich? Ja, ich auch nicht. Normalerweise geht ja, wenn der Antrieb richtig losgeht, das geht ja verrückt, einer in der Luft. Ein Spieler. Und da ist irgendwie eine Fehlanimation, keine Ahnung. Nee, geht nicht.